Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction Offstream. Heute Schweizer TikTok-Cringe vom Aritotoro Schnupfspruch Spezial. Keine Ahnung, was er da sagen will. Mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil, meine Damen und Herren, ich habe mir das Regenbogenglas gegönnt. Ich hasse, es war eine fette Investition gewesen, aber ich hasse das Schweizer Regenbogenglas. Und mit dieser Investition habe ich mir tatsächlich auch gerade das neue iPhone 12 können gönnen. Sehr, sehr geil. Aber meine Damen und Herren, wollt euch nicht länger warten. Wir starten direkt in die Reaction drin. Let's go. Freundinnen und Freunde, es ist wieder soweit. Schweizer TikTok-Cringe. Ja, guten Tag, wie geht's? Und wie immer, bevor das Video losgeht, der Witz vom Tag. Der Witz vom Tag. Was ist der Unterschied zwischen Zürich und Maelo? Hä? Absolut nichts, sind beide Scheiße. Ja, PC ist natürlich Master Race. Das sage ich nichts gegen PC, Master Race. Aber wenn Konsole, dann PC. PC, geile Konsole. Ey, hallo? Ja, doch, kann ich mal Fehler machen? Darf ich auch mal Fehler machen in meinem Leben? Naja, die als ob du Kinder Versprecher, Verbrecher hast. Du hast sicher mal Versprecher, Mann. Weißt du was? Ich habe etwas und was du nicht hast. Ich habe etwas, was du nicht hast, und zwar das Regenbogenglas. Da können wir noch lange darüber diskutieren, aber das hast du auch nicht. Also, Schnauze. Merci vielmals für den Swiss Comedy Award. Bevor wir aber in TikToks reingehen, habe ich noch ein paar Kommentare aus der letzten Folge vorlesen. Mhm. Wenn man mal wieder Bock auf Klicks hat. Ist es dir ernst? Wenn man unsympathisch TV auf Wish in die Schweiz bestellt. Unsympathisch TV, Schweizerdeutsch. Ist das euch ernst? Was? Das bin doch eh. Ich bin doch unsympathisch auf Schweizerdeutsch auf Wish bestellt. Oder? Ich cringe. Erstens Schweizer TikToks. Zweitens am Adi seine Schnauz-Haar-Kombi. Aber das ist wirklich, ich weiß nicht wieso, wenn er die Kombi gemacht hat, für anders zu wirken. Ja, wahrscheinlich wegen dessen, genau. Wehe, sagt noch irgendjemand etwas gegen meine Schnauze? Baumklau-Tutorial. Och nee, was kommt jetzt? Erstens Baum ausgraben, zweitens Baum aufladen, drittens Baum mitnehmen. An all die Leute draussen, die schon immer mal einen Baum haben wollen klauen, jetzt wisst ihr, wie es geht. Achtung, das ist ein Überfall! Wer will schon nicht einen Baum klauen? Und ich bin froh, ist kein TikTok von mir dran gekommen. Man muss sagen, das denken sich ganz viele Leute, die dazu schauen, dass ihr das TikTok zum Glück noch nicht dran gekommen ist. Aber das geht ganz schnell! Und dann ist euch das TikTok dran gekommen. Bei mir kommt sicher kein TikTok. Der Fall kommt sicher kein TikTok von mir. Sagen wir schon mal jetzt. Meine sind nämlich nicht scheiße. Ich wollte euch nur vorwarnen. Nein, ich muss wirklich sagen, absolut zum Kotzen meine Kommentare. Ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten TikTok. Ist euch eigentlich jemals aufgefallen, dass wir unser Leben eigentlich mit Nudeln vergleichen können? Weil, wenn man so genau überlegt, dann kann man ja so sagen, unser Leben ist eigentlich geil und Nudeln sind auch geil. Aber es ist halt nicht immer geil. Zum Beispiel, wenn die Nudeln verkocht sind, dann ist es nicht geil. Und wenn ein Tag scheiße ist, dann ist es auch nicht geil. Also ganz ehrlich, der Typ ist auch nicht geil. Der macht die langweiligsten TikToks in der Schweiz. Und keine Ahnung wieso, wo der tausende Abonnenten hat, kommen nicht raus. Das ist wirklich. Also wirklich, er probiert vielleicht witzig zu sein. Okay, probiert ein bisschen witzig zu sein, aber ich finde alles andere als witzig. Real, finde ich nicht witzig, Mann. Ist es eigentlich voll ähnlich und man kann auch genug bekommen von Nudeln. Und dann. Da kann man auch beim Leben, also es sind eigentlich unser Leben sind Nudeln. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das TikTok eigentlich wie ein Baum ist? Weil manchmal ist ein Baum ganz schön und man will ihn ganz lang anschauen und manchmal ist ein Baum ganz hässlich und man würde ihn am liebsten mit der Motorsäge umsägen, verschneiden in Schnitzelstückchen und in einem Feuer verbrennen. Das Video ist definitiv das zweite gewesen. Mädchen, komm mit mir ab, Brienzer See. Zert was in die Küsse und noch mehr. Und wenn wir dann erwachen, du und ich, dann bleibst du dann für immer. Es gibt Leute, die gibt's gar nicht in der Schweiz. Oh Mann, Alter, ich kenne die Leute gar nicht. Wo wohnen die? Ja, Küsse gehen raus. Ich weiss jetzt nicht, was ich genau von dem TikTok halten sollte. Auf jeden Fall kann man sagen, ein Sennenhemmli, Schnupf auf der Hand und der Traufer im Hintern. Sennenhemmli? Das ist doch Edelweiss Hemmli, oder? Sind wir dem nicht so? Ja, komm, scheiß drauf. Der Grund, was singt, das ist sehr eine kritische Mischung auf TikTok. Die haben 10 Sekunden Zeit zum Roten, wie der Dude auf TikTok heisst. Muss ich auch mitraten? Ich weiss, glaube ich, nehme es mit Eidgenoss. Eidgenoss 1291. Okay. Oh, der ganze. Ja, okay, ja. Und. Hat die seine Facecam. Ja, moin, wie ernst kann man sein? Okay,
Wir haben alle Ferien, wir sind alle voll. Aha. Und ja? Darum machen wir jetzt ein 1 zu 10 okay. mit dir. Okay. Und wenn du genau die gleiche Zahl spielst, dann schaffst du jetzt okay. ein fucking Hampelmann für mich. Okay, ist gut. Für mich. Mhm. 3, 2, 1, 7. 7. Ist nicht die gleiche Zahl. Es ist jetzt Wochenende gestaged. Was, Hampelmann? Nein. Hampelmann. Ich mache Hampelmann. Hampelmann, okay, alles klar. Nati, ich mache den Hampelmann. Hampelmann, let's go. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also. Ich mache meine Sachen. Wenn ich etwas verspreche, dann mache ich so. Wir gehen weiter. Ich mache Hampelmann. Ich mache Ja, ich mach nicht, weil ich auch nicht die gleiche Zahl gesagt habe. Okay. Bye! Lieber rohen Fisch im Sushi, als dass es fischelt in der Muschelsuppe. Alles klar! Der Peach-Werbe macht direkt schon mal, dass das Video demonetarisiert wird. Ich sitze am Boden und spiele mit meinen Bauklötzchen. Was haben die denn sonst gedacht? Ey, ey, I walk around like that. Alle, die zuschauen daheim, absitzen! Wir müssen absitzen! Habt ihr verstanden? Absitzen! Das ist nicht schlecht. Das TikTok ist nicht schlecht. Sitzen ist die Lösung gegen das Coronavirus. Es sind nicht Masken. Es sind nicht Abstand. Es ist nicht der Abstand, so heisst es. Es ist auch nicht die Quarantäne. Das Einzige, was die machen. Oh nein, ich habe Coronavirus. Ich bin geheilt. Aber ich gratuliere. Sehr viel, sehr gut funktioniert. Ich finde es super, wirklich. Also, wenn ihr das Gefühl habt, dass das eine grosse Zucchetti ist, what the fuck ist denn das, Mann? Okay, wenn es um grosse Zucchetti geht, dann hätte ich jetzt etwas ganz anderes erwartet. Aber ich sage jetzt mal nicht, was ich erwartet habe. So, und dann machst du diesen hier. So. Zahle, zahle. Nein, nein. Nein! Wieso kommen die ganze Zeit meine Clips hier braucht? Das gibt's doch nicht, Mann! Hey, das war nur zu Demonstrationszwecken im Stream! Das ist euch egal, und zwar, wenn ihr Interesse habt an der Schnupfspruch-App. Hier unten ist der Link, ich weiß nicht, ob man draufdrücken kann. Sonst könnt ihr dort den Link eingeben. Und dann kommt die Schnupfspruch-App. Ich habe sie auch runtergeladen, das ist ein Kollege von mir. Schnupfspruch-App. Da muss ich nichts dazu sagen. Eine Schnupfspruch-App. Aber wenn es das schon gibt, müssen wir mal schauen, was dort so für Sprüche drauf sind. Digga, wo ist die App, Alter? Ich kann sagen, Preis Schnupfsprüche. Open. In Afrika laufen die Frauen nackt herum, bei uns mit Kleider. Leider. What the fuck, man? No, of racist angelehnt, oder was? Holy shit, was ist das für eine App? Mädchen auf der Weide mit dem Finger in der Sch. Mit dem Sch in dem Mund, ja, das ist gesund. Egal ob Hund, Katz oder Maus, McDonald's macht einen Burger draus. Da muss ich gar meine Brille anziehen. Schnibbel, Schnabel, Schnösi, das Schnäbi gehört ins M. Schnibbel, Schnabel, Schnäsi, der Schnupf gehört ins Nasi. Hey, Digga, das Video bekommt. Mann. Ganz, ganz unterste Schublade, die Hursprüche, Mann. Werbung. Wir machen weiter. Brillenpinguin. Okay, Brillenpinguin. Willst du auch, oder? Die reden mit uns! Digga, wer auch? Der Adi ist begeistert von jedem Scheiß. Der Adi kann schon begeistern. Ja, mit dem. Wie man das TikTok gemacht hat, ein richtiger Spaß muss das sein. Und vor allem schaut euch mal die Brille an, so etwas würde ich nie anziehen. Digga, das Video halte ich nicht aus, da muss ich gerade nochmal den Schnupfspruch vorlesen. Hat die Bäuerin zu viele Kilo, wohnt sie zu nah am Futtersilo? Oh, hoppla! Oh, hast du da etwas gemacht? Das nennt man Judenrolle. Ja. Zähle zusammen, bis nochmal euer Eidgenossen. Zwar nicht gute Nachrichten, ich gehe jetzt noch heute live auf Instagram. Auf eidge-noss1291. Ja, ich freue mich natürlich auf euch. Bis nachher, zähle zusammen. Okay, jetzt hört mal zu. Ich verstand Leute nicht, die in der Insta-Story einen Livestream ankündigen. Verstand ich nicht. Und ich verstand auch Leute nicht, die auf TikTok einen Stream auf TikTok ankündigen. Mit einem TikTok. Aber ich verstand Leute gar nicht, die auf TikTok in einem TikTok einen Livestream auf Insta ankündigen. Als ob sich irgendjemand wegen dem denkt, oh geil, jetzt gehe ich auf Insta den Livestream schauen. Leute, sind mal ehrlich, sind ihr wegen dem schon mal je einen Livestream schauen? Komm, hol die Maske raus. Wir haben
haben immer noch Corona. Ja, ich sage immer jedem das Seine, aber immerhin ist es ein Lied, das man gut dazu viben kann. Komm, hol die Maske raus, wir haben immer noch Corona. Nicht schlechter Song. Und der Typ wirklich Style 10 von 10. Der da hier. Wow! Und das ist genau wunderbar. Das, was ich jetzt mache. Ich schnappe mir einen Schlafsackgang auf den Berg und entferne mich von jeglicher Zivilisation und Handyempfang, dass ich nie mehr ein TikTok anschauen muss. Ihr seid der Adi, der selber TikToks macht. Und an dieser Stelle war es auch wieder komplett gesehen mit der wöchentlichen Dosis TikTok-Cringe, die immer in einem Abstand von einem Monat kommt, was ja heisst, dass es eigentlich nicht eine wöchentliche Dosis ist, sondern eine monatliche Dosis. Ich aber trotzdem immer wöchentliche Dosis sage und selber nicht weiss wieso. Achtung, wichtige Ansage. Ich streame jeden Dienstag oben auf Twitch. Ich heiße dort auch Adi Totoro. Geht auf Twitch, sabbt rein und kommt jeden Dienstag oben im Stream vorbei. Es ist immer sehr, sehr wild. Ich kenne das alles gar nicht. Ich im Fall auch nicht. Das ist das Problem. Da kommen so die Deutschrap, Deutschrap. Also weißt du, so die Deutschrap, Deutschrap. Also so, die Deutschrap, die halt so übel deutsch sind. What? Ja, auf jeden Fall, ich streame. Oh, Maile Romani bei Twitch. Kuss. Weil ich in dem Video ja immer wieder ein paar Witze über Amaelo gemacht habe, habe ich jetzt zum Schluss noch etwas Nettes an Amaelo sagen. Und zwar... Das Video einfach fertig. Das ist der einzige gute Witz. Und zwar, wenn das Video fertig ist. Swiss Comedy Award, nächstes Jahr, Nomination für mich. Ich sehe mich da schon drin. Auf jeden Fall, Like ist da. Lasst euch eine positive Bewertung da. Abonniert den YouTube-Kanal. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heisst, gar nicht. Ciao zusammen.